Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Part unserer kleinen Rundtour hier von Final Fantasy 15 Windows Edition. Wir sind jetzt in Hammerhead angekommen und werden erstmal mit Cindy kurz reden. Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Und da haben wir auch schon eine Karte erhalten. Wunderbar. Well, might as well make good use of the extra time. Jetzt können wir ein bisschen rumlaufen. Whoa! They got Ebony out here! Oh, Ignis is gonna flip! Wait, what's a gill? Was ist ein Gill? Ja, das Diner ist eigentlich schön eingerichtet. Oh ja, die Auflösung der Texturen ist schon um einiges höher. Welcome. I can tell you all about the area. What do you all want to know? Ja, hier kriegt man in den Restaurants, kriegt man Infos. Einträge für die Karte. Kleine Geheimnisse. Hier haben wir eine Speisekarte. Wir haben leider 0 Geld, das heißt, wir können uns nichts leisten. Und hier kann man auch Jagdaufträge annehmen. Nehmen wir gleich mal den ersten Jagdauftrag. Much obliged. Den ersten Jagdauftrag an. Oh man, das wusste ich zum Beispiel nicht. Man kann mittlerweile bis zu 10 Jagdaufträge gleichzeitig annehmen. Das ist auf jeden Fall schon schön, dass man das mittlerweile machen kann. We've expended the last of our funds on the repairs. I suggest we confer with Cindy. Broken down and flat broke. Adding insult to injury. Old man's in for both after charging us that much. Geht's zurück zu Cindy, würde ich sagen, ne? Let's pay him a visit. So, Cindy, wir sind wieder da. Hast du uns vermisst? She ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? Preis runterhandeln, Gladio verschicken. Ach, wir leihen uns ein bisschen Geld, ne? Hate to ask, but could we borrow some cash? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? All according to Cid's plan. I say we play along and teach him not to underestimate us. Oh, 10 Fertigkeitspunkte erhalten. Das ist wunderbar. Hier, Fertigkeiten. Können wir so einiges schon freischalten, so für den Anfang. Sparfuchs zum Beispiel, wenn man ausweicht, dass es weniger MP verbraucht. Hier natürlich Kombo-Schaden erhöhen. Ja, es gibt halt doch schon sehr viele Sachen. Ja, es gibt schon so einiges, was man machen kann. Für den Anfang, was nehmen wir für den Anfang? Magie können wir am Anfang eh noch nicht wirklich nutzen. Heilung brauchen wir auch noch nicht wirklich was. Ja, würde ich sagen. Ja, was nehmen wir denn Anfang? Hier. Perfektes Ausweichen? Nee, das hier. Nehmen wir den Serienmeister, ne? Den Anfang. But don't go running around after dark. The demons are liable to rip y'all to shreds. Here,
This ought to be enough for a place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Oh yay. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal kurz was zu futtern. Wanna go check it out? You boys eating your fill? What can I do you for? Hier ein schönes Chili con Carne. Bringt uns ein bisschen mehr LP. Bon Appetit. Bisschen höhere Angriffskraft. I dare say I could make this at camp. Ja. Ignis hat ein neues Rezept, was er sich natürlich gleich aufschreiben muss. Had your fill? Good. Ich würde sagen, wir fangen nicht direkt mit der Hauptquest an. Oder? Ah, doch, machen wir erstmal die Hauptquest hier. Better make tracks. Ignis, we're going. On my way. Los geht's. Hier haben wir auch schon die ersten Gegner. Looks like we found our first targets. Ready knocked. Ah, das ist doch schön, oder? Let's be done with this riffraff. Excellent work. On we go. Haben wir die alle auch erledigt? Ein Kinderspiel, würde ich mal sagen, ne? What happened here? The telegraph pole's been split in two, and not just this one either. The hell do you think did this? Hard to say. Natural disaster, perhaps? You sure? The hammerhead doesn't have a scratch on it. Maybe a huge monster came and knocked him down. It better not be the varmint Cindy was talking about. Ja, auf jeden Fall, die Weitsicht hat sich schon stark geändert. Jetzt mit Final Fantasy 15 Windows Edition. Sieht doch alles um einiges noch schicker aus. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die Demo damals gespielt habe von PlayStation 4 Version. Nicht der Pro, da sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und hier gleich den nächsten Gegner. Na dann, weichen wir mal den Gegner aus. Haven't you ever heard? The best offense is a good defense. Thought you'd never ask. Gotta love it. So, und noch einen. That wasn't so hard. It takes two. Drei Angriffe erfolgreich abgewehrt. Das lief doch mal perfekt. We'll be done in no time. Let's get on with it. Ah ja, hier haben wir die Welt. Sieht schon leicht trostlos aus, muss man ja zugeben. Aber das soll es ja auch. So, where are we headed anyway? Nowhere until the repairs are done. Then we head for Golden Key. Unsere Chocobos. And after that, we hop a boat, and before you know it, Loverboy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. Wedding bells in the air. Ja, das ist ja unsere Aufgabe. Wir müssen zu unserer Hochzeit. Ja. Sieht schon alles ein bisschen schicker aus. Almost there. Give it your all. Ja, hier haben wir einen Warp-Angriff. Hey, now! Warp strike to catch him off guard! Habe ich schon erledigt. Don't wear yourself out like that. Take cover and rest up. Kommt es mir nur so vor, oder ist aktuell die Kamera doch ein bisschen besser geworden? Never fear. Prompto's here. Ist doch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich Final Fantasy 15 so zumindest die Hauptstory gespielt habe.
Nice. Mission complete. Who could this be? Hello? Hey, it's Cindy. How goes the hunting? Actually, we just finished. That's great, because I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack? Oh, got it. We'll take a look. So, mal gucken, ob wir den Dave finden. Oh. So, what did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Oh, die Musik ist aber wirklich schon echt klasse. Die gefällt mir. What's this? So, Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges, offener Jagdauftrag für Tattooy. Ah, das war wohl ein Hinterhalt. You okay? Danke, Prompto. We are now. Spoke too soon. Oh. Was ist da los? Danke, Gladio. Outstanding, Doc. Yep. And on we go. Hey, what about the shack over there? Na, dann gehen wir mal hier hin. Viele beschweren sich ja über das Kampfsystem. Ich fand's eigentlich nie so schlimm. Aber erstmal sammeln wir ein bisschen was ein hier, ne? Geschmeidig rübergelaufen. Das Aufheben wurde leicht verbessert, aber ist immer noch nicht perfekt. Sprungtaste und Aufhebentaste auf die gleiche Taste zu legen, ist wirklich... Naja. Aber was soll's. Okay, okay. Ja. Da soll ich mich wohl hinwarpen. Huh. What are we looking at? This creature is known as a Sabertusk. It skewers prey with its tusks, extracting game from the safety and comfort of burrows. That's a bit heartless. Yeah, don't think we'll be befriending. Oh yeah, die Combo-Attacken finde ich schon geil. Und auch gleich mal hier eine der Attacken auswählen. Gut gemacht, Prompto, ein schöner Durchschuss. None the worse for wear. Hey, who's out there? Well, and look who's in here. The man of the hour. Da haben wir Dave. Dave, right? Been looking for you. Didn't mean to cause y'all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Yeah, something funny about them varmints. I gave them hell, but couldn't finish the job. Still one mean mutt about. Well, y'all don't look much like hunters, but what do you say? Put that puppy to rest for me? Klar, helfen wir ihn. In Bezahlung? Wir helfen ihn einfach mal so. Wir sind freundlich. Ah, yeah. We'll take care of it. Y'all got guts, that's for sure. Let me tell you where I last saw him. Way to show some spunk. Now let's get ready to kick some tail. 30 Erfahrungspunkte erhalten. Und ein neues Jagdziel. Na dann, machen wir uns mal los.
Noch nicht. Hey. It would be wise to rest up before we set out. Nö, wir haben hier gerade eben schon gegessen, ne? Just remember, confidence will only take you so far. Wir haben schon was Leckeres gegessen. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. Napping was even better. Die Gespräche zwischen den Charakteren sind auch schon richtig schnieke. So, 150 Meter haben wir noch vor uns. Da ist er ja schon. Ah, not the time. Over there. That's it, right? Huh. That's a Dualhorn? Yes, but not your run-of-the-mill breed. We best make quick work of it. Wait a sec. What? Scared, big guy? You ought to be too. Thing's vicious. You sure? Looks tame to me. Yeah. Look out! Yeah! Show him who's boss! Nice one. It's not over yet. Kommt er erstmal. Oh, Hilfe, Hilfe, was soll ich tun? Ah ja, jetzt werden wir hier die Gefährten, Kommandos. Gladio, zeig mal, was du drauf hast. Nice work, Gladio! Pronto, make it count. Pronto. I'm impressed. It's nothing. Got him on the flight. Kaum der Rede wert. Would have liked to wrap that up more quickly. Ring, ring. Genau, das Telefon klingelt. Hello? Hey, Dave just called and said he's safe. Thanks for finding him. Ken. Nice work, y'all. By the way, the old girl's looking good as new. She'll be waiting at the garage. Gotcha. Gut zu wissen. Wir können zurück zur Garage. So. Who's up next behind the wheel? Ignis should take it and never let go. It helps that he can keep four eyes on the dash. I couldn't even keep one. Okay, das mit der Kamera nehme ich auf jeden Fall zurück. Put me in the driver's seat. Good. Because I need the leg room in back. Was haben wir denn hier? Versteiner das Holz gefunden. Wunderbar, warum auch nicht? Und wir laufen und wir laufen. It's only so far a man can walk. Our Crown City upbringing didn't prepare us for this. Pretend you're walking to the car. Ein weiter Weg, der auf uns wartet hier. It
That's rude to keep a girl waiting. You better apologize. What is that? Wow. A live hurricane. That thing's like half bird, half storm, half airship. You realize that's three halves. Well, that explains its size. Awesome in every sense. Wow. Das war schon ein großer Brocken. Der kommt bestimmt später noch auf uns zu. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich mich vor allem auf den Mod-Support freue. Und da habe ich wirklich große Erwartungen dran. Am Anfang soll ja direkt das Modding-Tool rauskommen. Es soll anfangs allerdings nur ermöglichen, dass man zum Beispiel Skins verändern kann. Später soll das noch weiter ausgearbeitet werden. Dann soll man unter anderem auch noch die Welt zum Beispiel stärker verändern können, ein paar neue Städte hinzufügen können. Die Story natürlich kann man dann auch anpassen. Da stelle ich mir jetzt schon vor, wie die Leute die Welt von Final Fantasy Versus mit reinbringen werden. Aber es heißt wohl erstmal abwarten und schauen, was die Windows Edition überhaupt so bringt. Auch zu sehen, was die Royal Edition und die Windows Edition halt überhaupt für Erweiterungen noch bringen. Da soll ja auch die Story noch mal ein Stückchen erweitert werden. Es kommen noch vier weitere DLCs. Ich bin gespannt. Wir sind zurück in Hammerhead. Eyes forward. Didn't mean to do that. Ach, komm. Could use a bite to eat. Yeah, let's do it. Warum wollt ihr eigentlich die ganze Zeit futtern, ey? Echt, ey. Sorry about the wait. Ain't come with us, she not? Pretty? She's almost too pretty for the road. She's back. We should all get a picture with her. Ein Foto mit dem Prachtstück, unserem Auto. Also Promptos Lächeln ist wirklich... All the more reason to ride with care. Oh, and before I forget, would y'all mind making a little delivery for me? Klar, für dich doch immer. Wir lassen trotzdem Prompto mal entscheiden, was er dazu sagt. Who, me? I'll do it! Someone's eager. Thought you'd say yes. So I already put it in the trunk. There should be a motel on your way to Galden. If y'all wouldn't mind giving that to the owner, that'd be swell. Grandpa like grandkid. Now that she's all polished up and ready for the road, would you care to take her for a little test drive, Nocht? Klar, ich fahr gerne. Sure, why not? And I needn't remind you to exercise caution. Wird ja auch schon langsam dunkel. It's time. Gladio, come on. Gotcha. Hammerhead is like no garage ever. You know? One would expect no less of purveyors to the crown. I'll miss it once this road trip's over with. Huh? There's no reason you can't pay them a visit anytime you please. I'm sure Cindy will be glad to look after your car. Oh, right. So, that's what this is about. If you need, I could always lend you the regalia. Whoa! Thanks for the offer, but once we're back in the Crown City, I think I better slow my own wheels. Pronto! You like that? So, machen wir die Gegner hier mal fertig, oder? Rush them! Count on it! Gotta love it! Erledigt, ne?
Das war mal einfach, ne? Haben wir die schön platt gewälzt. Ist doch schon ein bisschen dunkel. Vielleicht sollten wir uns doch mal kurz aufs Ohr legen hier irgendwo. Zurück in Hammerhead. So, jetzt übernachten wir doch mal hier in einem schönen Wohnwagen. It's bedtime. Sounds good? Ja, die Karte hat schon ein bisschen, kleines bisschen bessere Texturen bekommen, aber ist immer noch nicht wirklich hübsch. Holt der Ignis zum Kochen rein, ja? Richtig schöner Campingurlaub hier, ne? Oh, Prompto hat sogar gleich ein weiteres Level abbekommen, weil er ja entscheiden durfte, ob wir es in dieses Paket mitnehmen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten großen Feature. Man kann hier Bilder speichern. Speichern. Oh, das gefällt mir wirklich gut. Das ist wirklich ein hübsches Bild. Auch das, wobei Ignis schon ein bisschen seltsam aussieht hier. Oh ja. Also, Gladiolus, der würde ja schon richtig guten Ballerino abgeben, wenn ich das hier so sehe. Was macht der da eigentlich? Naja. Ach ja, Prompto hat schon ein Auge für hübsche Bilder manchmal. Und es ist echt genial, dass das halt auch immer andere Fotos sind. Damn, this is a really good shot. Das nicht. I made sure I got the regalia's good side. So, speichern kann man ja auch fast überall. Das sollten wir dann vielleicht auch mal tun. Wir speichern hier. Und ich würde dann sagen, das war's erstmal mit dem zweiten Teil. Und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Teil. Tschüss!